Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Darkest Dungeon Part 23. Wir sind hier im Dorf, ich habe schon wieder unsere Truppe vom letzten Mal zusammengestellt, weil wir ja jetzt alle Stufe 2 sind. Der gute Ernst Eisenhardt, der Heiko Hau drauf, Mathilda und August. So, und ich möchte ja, das kann ich euch mal kurz zeigen, hier unten diesen Skill haben, dass ich noch erfahrenere Rekruten bekomme. Das heißt, dass ich hier Stufe 2 Rekruten bekomme, mit denen ich dann immer mal mittlere Dungeons machen kann, um kleine Bosse zu besiegen. Aber dazu fehlt mir die Ausbilderexpertise der Stufe 3 und dafür brauche ich, sehen wir gleich hier unten, hier oben, 24 Porträts und 60 Wappen. Ja, und die muss ich jetzt erstmal irgendwie rankriegen. Ich habe unsere Stufe 2 Leute schon ein wenig verbessert. Seht ihr hier auch an den Fähigkeiten von Heiko Hau drauf. Aber wir werden jetzt gleich mal in die Vollen gehen. Und wir wollen das hier machen im Labyrinth. Tötet die unvollkommene Fleischkreatur. Manche Dinge hätten nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Läutere die sündigen Experimente deines Vorfahren und schicke diese Abscheulichkeit in den Abgrund. Das werden wir machen. Und da seht ihr auch schon, kriegen wir Geld und schön viele Porträts und Wappen. Und ein Halstuch des Zorns, nur Arbalest. Ich habe aber keine Arbalest, aber die können wir ja noch bekommen. Ja, dann geht's los, würde ich sagen, oder? Jawohl. Gut, dann nehmen wir uns mit. Natürlich Essen für den mittleren Dungeon, nicht zu knapp. Drei Schaufeln. Blutung und sowas, das nehme ich nie mit, das lassen wir mal hier. Vorsichtshalber drei Schlüssel. Und ordentlich Fackeln. My zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. Ah, das Ding sieht aber... Ah, oh, da schüttelt's mich richtig. Hier links oben ist der Kopf und The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Ja, ich kann mir das vorstellen. Er vermag das kaum zu beschreiben, was das für eine Kreatur ist. Sehnen, Knochen, Fleisch an Stellen, wo es nicht hingehört und naja. Wir haben ja keine Wahl, wir müssen uns dieser Kreatur stellen, entweder wir siegen oder wir fallen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Gut, wir gehen mal oben rum. Die erste Falle. Schön. Und dann schauen wir mal, was dieser Dungeon alles für uns bereithält. Eine Kiste. Immerhin keine Falle, ja, da hast du recht. In Radiance, may we find victory. So, es hat nicht gescoutet. Natürlich blöd für uns, wenn jetzt hier eine Falle lauert oder Gegner, werden wir es nicht mitkriegen. Endlich bekomme ich eine Probe von diesem scheußlichen Material. Ih, die will die Haut, die Menschenhaut haben. Oh, aber sie hat was Gutes bekommen, oder Scheusalhasser. Aber Blut rinst dich auch. Scheusalhasser. Plus 15% Schaden gegen Scheusal. Ist das Vieh, was wir jetzt besiegen wollen, Scheusal? Könnte das sein, die unvollkommene Fleischkreatur? Das wäre ja nicht verkehrt für uns. Mondscheinfass. Ein Fass mit einer mächtigen Flüssigkeit. Warum nicht? Oh nein, er ist zum Säufer geworden. Was heißt das jetzt? Will im Dorf nur trinken? Nein, da kann ich den nirgendwo anders mehr hinstecken zum Stress entfernen.
Ja, das können wir ja heilen lassen. Wenn wir hier lebend rauskommen, ist alles gut. Oh, jetzt erkundet es. Da kommt unser erster Kampf. Okay. Nein, ich trinke das nicht nochmal. Die Kiste mache ich auf. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ja, natürlich. Wir müssen es erstmal wieder nach Hause ins Dorf hier tragen, das Zeug. Nicht mal davon Gebrauch machen können. So, auf geht's, erster Kampf. Puh, nochmal kurz sammeln und los. Gut, die sind schon mal gestunt. Das ist sehr gut für uns. Spielt uns in die Karten. So, Heiko, komm. Ah, blenden. Wäre nicht verkehrt. Trommelschwein, kommen wir nicht ran. Dann den dicken hier. Bei dieser Runde mussten wir noch nicht heilen. Da kann man das ja mal machen. Schön. Hat nichts abgezogen, aber Stress. Stress haben wir natürlich bekommen. Slowly, gently. So, jetzt bist du dran. Mal gleich auf Stressreduktion, weil der wird hier noch en masse kommen. Gut, und jetzt, Heilung brauchen wir immer noch nicht. Blenden wir ihn mal, versuchen es. Ja, und unsere Fackel geht auch nach oben. Sehr gut. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ja, das hat auch gut geklappt. Haben wir jetzt hier... Da haben wir doch jetzt hier schon die Wappen. Genau, und da hinten sind auch schon ein paar Porträts. Gift brauchen wir noch nicht, aber das lassen wir mal drin. Das könnten wir ja noch benutzen. Mein guter Heiko hat nämlich die Fähigkeit, plus 20% zu scouten hier in den Dungeons. Was sehr von Nutzen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei meinen anderen auch habe. Schützen wir uns mal gleich in den nächsten Kampf. Solange es noch so gut aussieht, ist das nie verkehrt. 100 Golden, nehmen wir mit. 100 Euro! Wer würde die hier liegen lassen? Keiner. Das Zeug brauchen wir doch zum Überleben. So, Falle. Jawohl. Schön entschärft. Gut. Nächster Kampf. Wartet, wieso? Wir gehen rein. Ah, ein Kotzer. Ein alter Kotzer. Das Schema ist hier dasselbe. Ich habe irgendwie schon Angst vor der unvollkommenen Fleischkreatur. Wenn ich daran denke, was die vielleicht mit uns machen wird, und es macht mir wirklich Angst. Es ist wie bei Dark Souls, wenn man einen Boss zum ersten Mal sieht und weiß noch nicht, was macht er jetzt, was kann der jetzt, ruft der andere und sonst irgendwas. Da geht einem ja auch immer richtig die Muffe. So, jetzt können wir anfangen mit heilen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir wissen, dass du blutest. Ernst. Ich werde das schon irgendwie in die Reihe kriegen. Mach dir keine Sorgen. Destroyed. Nummer 1 ist hinweggefegt. So, jetzt seid ihr dran, meine Freunde. Ach, schön, Heiko. Wunderschön, Heiko. Ja, gut. Schön ausgewichen. So, und jetzt könnten wir... Buffen wir uns nochmal. Es bleibt hoffentlich bis zum nächsten Kampf noch da.
Ach, ich wollte eigentlich... Ach so, das ist Bollwerk des Glaubens. Ach, da mache ich meine Abwehr hoch. Ach so läuft das. Continue the onslaught. Destroy them. Gut, dann machen wir es so. Schade, ausgewichen. Na, Heiko, komm. Decimated. Oh, Rubine. So, das Inventar ist voll. Aber es sind auch noch unnütze Dinge drin. Jetzt will ich erstmal unseren Ernst dieses hier geben. Der hat ja immer noch eine Blutung. Ja, Schätze erwarten uns. Aber ich sehe schon wieder nicht, ob hier irgendwo eine Falle ist. Jetzt haben sie Hunger. Lass uns sie natürlich mal essen. So, wir wissen nicht, ob hier ein Kampf lauert. Ja, noch einer. Ah, mit drei Leichenfresserwürmern. Ah, ja, die passen ja gut hin. Ich könnte wetten, dass nachher diese eklige Fleischkreatur vielleicht auch sowas beschwört, oder? Ah, Stress. Uiuiuiuiui. Komm, August. Und jetzt, Ernst. Ein Strike. Back to the pit. Sehr schön. Ah, da macht das schon der Ernst. Oh, Heiko ist vergiftet. Be gone, ja, da wird er sauer. Wenn er vergiftet, wird er sauer, meine lieben Leute. Da könnt ihr nicht einfach... Ihr Mist, Schweinemenschen. Habt ihr eine Rechnung ohne Heiko gemacht? Ganz einfach. So, Mathilda, genau, füllen wir die Gesundheit auf. Oh. Oh. Ah, widersetzt. Sehr schön. Aber gezeichnet ist er. Eradicated. Schön. Zwei Büsten. Push on to the task's end. 1000 Gold. Und... Wunderschöne 4 Wappen. Ich weiß nicht, wie viele Wappen wir tragen können. Ich glaube 12, aber jetzt will ich erstmal unseren Heiko. Unseren Heiko heilen. Haha, Heiko heilen. Ja, so lustig war es doch nicht. Ach, scheiße, ich bin so blöd. Tut mir leid. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Machen wir mal die Kiste auf. Truhe mit deinem Familiensiegel. Da werden wir mal einen Schlüssel reinhauen. Wir haben ja 3 mitgenommen. Das. Werden wir tun. Verborgenes Fach. Glittering Gold. Das Gold, das lohnt sich. Paid for in blood. Jetzt möchte ich mal kurz schauen. Gut, wenn wir jetzt hier unten noch 1-2 Räumchen machen, könnten wir erstmal... Ich möchte eigentlich lagern, bevor ich diesen Kack... unvollkommene Fleischkreatur da treffe, eigentlich, weil ich glaube, das geht, es wird nicht einfach, ich wünsche mir, es wird ein fordernder, aber doch fairer Kampf, aber das ist ja meistens dann doch nicht so. The way is lit. The path is clear. Da müssen wir mal schauen, we require only the strength to follow it. Was da rauskommt. Nein, da, nein! Ist das I? Ach, warum ist die jetzt schon hier? Warum bist du schon hier? Ah, blute. Kann das Schwein bluten? Ich muss mal gucken. Bluten 40%. Ja, es kann bluten. I, das zählt als ein Ganzes, aber das beschwört sich dann immer wieder gesund. Teile, die Gesundheit haben, oder? Alter, ist das ein ekelhaftes Mistvieh. Das Vieh ist ekelerregend. Also ganz ehrlich, wir müssen den so schnell wie möglich irgendwie hier... Boah. So, ich buff mich mal, dass ich hier ein bisschen Abwehr habe. Dass unser guter Ernst nicht vor der Hunde geht.
Oh, die Geräusche. Oh nein. Was macht es? Es verändert auch die Formen. Es ist schon widerlich, oder? Kann man doch ernsthaft so sagen. Oh, die gehen alle wieder auf den Ernst. Sag's doch. Die sieben, ey. Nicht auf meine Heilerin. Oh, der zieht gut ab, ey. Der zieht gut ab. Ich muss mich erstmal buffen, glaube ich. Oh. Vor allem die vielen Angriffe hintereinander. Haben die eine Macke? Oh, nee. Ja, ein schöner Crit-Heiler. Schön. Oh, aber der blutet so stark. Was? Jetzt hat es die Form wieder geändert zum Tentakelvieh. Nee. Was ist das? AI! Was ist das nur? Na ja, gut. Wir wollten uns ja buffen, das müssen wir auch tun. Sehr wichtig für uns. Ja, schön ausgewichen, schön ausgewichen. Einmal frei. Ivas, es heilt sich! Dieses Vieh heilt! Dieses Vieh heilt. Wir müssen auf dieses Vieh gehen. Aber ich komme nicht an die Reihe. Ich komme nicht dran. Und langsam stecken sie ganz schön alle ein. Los, los. Jungs, wir können es schaffen. Ja, eine 19. Heiko! Oh nein! Nein! Jetzt müssen wir rauf. Wir müssen rauf. Jetzt wird es uns nicht, Jungs. Masterfully ja! Executed. Ja! 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 Ist das geil, Leute! Oh! Junge, Junge, Junge! Das war aber ganz schön ekelhafter Mistbrocken, oder? Na, wir bleiben natürlich hier. Dann könnten wir doch theoretisch. Und es scoutet. Jawohl. Dann gehen wir in den nächsten Raum und dann könnten wir dann irgendwo rasten. So machen wir das. Scheufelchen haben wir mit. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Ich lese mal in dem Buch, oh, beunruhigender Abschnitt. 20 Stressschaden. Oh, und es scoutet nochmal. Wie schön ist das denn? Jetzt haben wir nur einen Weg, der nicht gescoutet ist. Das ist doch... Ja, Leute. Ich lagere jetzt hier mal. Wir haben auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4 Kämpfe. Auf jeden Fall. Oder mache ich noch einen Kampf? Aber dann müsste ich erstmal Essen austeilen, gell? Na gut, obwohl. Ich könnte zweier. Ich gebe zwei meinem Ernst. Dann gehen wir noch in so einen kleinen Kampf rein. Und zwar hier hoch. Das tun wir jetzt auch. Ah ja. Und überrascht die alten Schweinekotzer. Oh, saustark. Hätte ich nicht gedacht, es hat wieder mal wunderschön. Na, ich will nicht. Nee, ich freue mich hier nicht zu früh. Nein, auf keinen Fall. Wisst ihr, wie das auch nach hinten losgehen kann? As the fiend falls, a faint hope blossoms. Jetzt habe ich hier noch eine Mullbinde, die kann ich natürlich nicht mitnehmen. Ja, da müssen wir die hier lassen. Ist jetzt ja auch nicht das Wichtigste der Welt. Wie viele Fackeln habe ich denn noch? Ja, gut. Ein Rucksack! Ja, jetzt... Nee, die Karte hat nichts gebracht. Ich dachte, die legen dann immer den ganzen Dungeon frei, aber anscheinend nicht. Schade.
Aber ist ja erstmal egal. Da wollen wir jetzt mal hier unser Lager aufschlagen, würde ich sagen, hä? Freilich. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Guck mal, unser Narr hat schön die Laute in der Hand und spielt uns was vor. In dieser dunklen, unbehaglichen Gegend. Wir nehmen die Hälfte und füllen damit, oder nehmen wir alles? Ach, ich nehme 8. Ich nehme 8, dann haben wir ja noch 4 Essen, falls wir nochmal Hunger haben. So machen wir's. Jawohl, die Gesundheit ist und Stress wird gelindert. Sehr schön. So, was kann denn unser Narr? Das Auge des Tigers. Zeitkosten 3. Ein Gefährte plus 10 Präzision plus 5 Crit 4 Kämpfe lang. Das hört sich stark an. Und das können wir jetzt auch machen, weil wir müssen jetzt nicht so extrem auf Heilung gehen oder Stressheilung. Was haben wir noch? Spott. Zeitkosten 2. Alle Gefährten Stress wird um 20 genutzt. Ein Gefährte Stress wird um 20 erhöht. Nein, das ist nicht so schön. Ach, der eine wird verspottet, ja, und die anderen freuen sich, dann wird der Stress gelindert. Ja, das ist ja schön. Quasi Mobbing. Das wäre doch Mobbing, lieber August. Ja, August, das wäre Mobbing. Wen geben wir das denn mal? Diese Präzision. Also unser Nahkämpfer wäre natürlich eigentlich sehr gut. Ich glaube, der Heiko hat weniger als der Ernst. Dann geben wir das mal den Heiko. Halte an vergangenen Träumen fest. Du musst dafür kämpfen, sie nicht sterben zu lassen. Sehr schön. Und was machen wir mit der Mathilda? Alle Gefährten und Gölbe, Stress, Stress. Das ist sehr gut. Das verhindert nächtliche Angriffe. Mögen wir uns in Sicherheit wiegen. Möge der Schleier des heiligen Lichts uns beschützen. Ja, da hat sie recht, die gute Mathilda. Machen wir noch eine kleine Wundversorgung bei unseren Heiko. Aber eigentlich hätte ich gerne eine Wundversorgung für unseren Ernst. Aber nein, das geht nur selbst. Schade. Wir haben wir noch 5. Na gut. Ist ja erstmal besser als nichts. Stärkende Worte. Ja, gib mal unserer Heilerin das mal, dass die sich nicht so stressen lässt. Die Gerechtigkeit ist auf meiner Seite. Das Böse wird nicht dagegen ankommen. So, wir haben ja nur noch 1, aber davon kann man leider nichts mehr machen. Deswegen werden wir jetzt ruhen. Ich fühle mich gesund, zumindest heute. Wir haben kein Feuerholz mehr. Wir müssen uns zusammenreißen und durchhalten. Wir haben nur noch wenig Nahrung. Hoffentlich ist diese Expedition bald zu Ende. The match is struck. A blazing star is born. Gut, dann stürzen wir uns. Wie laufe ich denn am besten? Ich glaube, ich laufe noch einmal die Runde. Ah, er hat's nicht geschafft, schade. Mechanical hazards possessed by evil intent. Schade, schade. Was haben wir hier? Waiting to be spent. Gold ist immer gut. So, jetzt gehen wir einmal oben die Runde, gehen dann wieder runter und dann links. Ja, so machen wir's. Das Gute ist ja, dass man in den Räumen, wo man vorher war, die Fackel nicht ganz so schnell runtergeht. Die man schon erkundet hat. So, ich hoffe, du schaffst es jetzt, die Falle zu lösen. Lieber August. Ach, schon wieder nicht. Ja, Unachtsamkeit ist es ja eigentlich nicht. Ich passe ja auf und halte an und drücke X. Das war es ja dann auch schon, aber funktioniert nicht. Oh, Erbstücke, ja, nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir jetzt hier links raus.
Das ist auch blöd, gell? Am besten erst nochmal runter und von unten die zwei. Ja, ich mache erstmal die zwei Kämpfe hier unten. Oder drei vielleicht sogar. Ich glaube, den mittleren Raum mit diesem Cage ist auch öfters ein Kampf. The light, the promise of safety. Unser Narr hat aber durch das Bluten Gesundheit verloren. Weil der hat noch nicht viel Gesundheit. Gut, dann müssen wir den jetzt gleich heilen. Ich hoffe, dass wir wieder nicht in die Petrouille mit ihm kommen. Das war schon mal so, unser lieber August. Da hat er uns ganz schön. Schön, erstmal eine 7. Das muss ich jetzt ausnutzen, um den hier zu heilen, weil Essen kann ich nicht mehr geben. Das funktioniert nicht mehr. Gut. Sehr schön. Another one falls. As victories mount, so too will resistance. Die Fackel ist ganz schön runtergegangen. Spinnen! Mist, die Fackel ist wirklich ganz schön weit unten, gell? Können die bluten? Ja, das können sie. So, da brauchen wir uns um zwei schon gar nicht mehr kümmern. Blenden, Trefferchance 87%, das hört sich gut an. Executed with impunity. Sau stark. Läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber schön. Und nice. Nice, kann man auch sagen. Confidence surges as the enemy crumbles. Aber hier steht irgendwas Komisches. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Opferstein. Dieser Stein dient alten barbarischen Ritualen. Will ich das wirklich untersuchen? Oh nein, ich habe ja kein Gegengift mehr, aber unser. Das ist ekelhaft, so ein Opferstein, oder? Was kann ich denn da noch reinmachen vielleicht? Irgendwas opfern, aber so ein Onyxstein? Nee. Nope. Cool! Ein Tick entfernt, Streuung! Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, was das für ein Tick war, aber Hauptsache ein böser Tick entfernt. Ein schlechter Tick. Gut, dann ab in den nächsten Kampf. Ah, dieses ekelhafte Messerding hier, gell? Ein Holzwand mit stumpfen, rostigen Messern, an den frisches Blut klebt. Zusätzliche Vorräte! Ja, da gibt man eine Ernst 1 und eine Orist 1. Und jetzt kommt ein Kampf. Oh nein. Oh nein, Leute, da ist übel. Der ist übel. Ich habe den in den ersten Parts irgendwann mal getroffen. Der ist wirklich übel. Kacke, was macht denn der hier unten? Der ist wirklich, der hat ganz viele Diener, die er gleich aus seinem Sack rausholt und, da ist eklig. Ja, schön, 18, ja, schön. Oh, wunderschön. Ah, der kann sich auch heilen und seine Diener heilen den auch. Da, die sind alle unter den seinem Mantel drunter. Und das sind, wenn ihr das erkennen könnt, vorne ist ein Daniel Craig, also so einer, der aussieht wie ein Wegelagerer. Dahinter ist wie unsere gute Mathilda, eine Priesterin. Also es ist heftig. Der Typ ist heftig. Glaubt mir das. Und ein Diener müsste ich immer besiegen oder so, dass ich an den rankomme, weil der beschwört uns sofort neue. Das ist wirklich ein ganz ekliger Kunde.
Und die können sogar noch die Attacken. Seht ihr das? Der beschwört der ihren Körper in Astralform und dann machen die das dann halt einfach mal. So einer weg, dass ich hier irgendwie an ihn rankomme. Na, so wird das nix. Oh, Stress. Leichter Schaden nur, aber eben Stress, gell? Kann der bluten? Ja, der kann bluten. Das ist gut für uns. Und jetzt gehe ich rauf. Ja, bis jetzt haben wir Glück. Ja, wir treffen auch gut. Weil wir uns schön gebufft haben. So, jetzt haben wir ihn betäubt. Jetzt können wir erstmal keine mehr... Ja! Das... Oh, Leute! Das hat wirklich gut geklappt. Das ist aber eigentlich ein sehr fieser Gegner. Also ich mag den überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir dieses Schwein irgendwie noch... Irgendwie noch weghauen. Gut. Ah, das ist aber geil. Wir kriegen dieses Rätsel für Trapezöder. Ich nenne es einfach so. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich nenne Trapezöder. Ja, weil das ist sau viel wert. Das ist natürlich cool. Das, da wird man wenigstens belohnt für den ekelhaften Gegner. Das ist wirklich ekelhaft, aber ich denke, meine Truppe steht ganz gut da und wir haben das gut gemanagt. Ohne um mich jetzt hier irgendwie loben zu wollen, es hat gut funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Zeug lassen wir da. Gold ist erstmal wichtiger. So, noch 4 Gänge. Mal gucken, ob wir alle noch schaffen. Das war der Einzige, der nicht gescoutet hat. Jetzt wollen sie essen. Ja, da hoffe ich, dass sie dann nicht nochmal essen wollen, weil ich habe ja nichts mehr. Und dann geht der Stress richtig krass hoch. Es scoutet ein Geheimraum. Es ist natürlich nicht verkehrt, gell? So ein Geheimraum. Naja, gut. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ah, da sind sie wieder. Oh, meine drei Freunde. Die Namen müsst ihr ja mittlerweile kennen. Oh, nee. Na, kommt her, meine Jungs. Ah, da ist der Musketen-Johnny. Der weiß schon, was er macht. Ah, Deutsch Herbert. Und zu guter Letzt der gute alte Peitschen-Olaf. Ah, das ist ein Misthund. Naja, müssen den Brüdern mal zeigen, wie man hier mal richtig Schaden austeilt, Jungs. Ah, eine 7 ist jetzt nicht das Wahre. Das ist schon eher. Ja, unser Ernst? Ne, irgendwie wird das ausgewichen. Ich glaube, es war unser August, weil er ziemlich fix ist. Gut, wir greifen mal ein einzelnes Tier an, dass der weg ist. Sehr drollig, hat er gesagt. Cool. Gut, und drauf. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Schön. Oh, aber. A trifling victory. Was haben wir hier? A victory nonetheless. Stein der Präzision. Gewöhnlich. Plus 4 Präzision, minus ein Geschick. Das ist sowas, was man auch verkaufen kann. Deswegen. Unsere Helden sind ja mit allem möglichen Kram ausgestattet. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mit. Die Schaufel. Und nochmal 2 Essen.
Ja, der blutet ja. Gehen wir mal den Gang noch zu Ende hier. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Das ist schlecht. Dann werde ich es wagen, auch wenn ich jetzt Stressschaden abkriege. Schnell hochzugehen und diesen Geheimraum noch zu plündern. Weil da können wirklich noch mal geile Schätze sein. Aber umso dunkler es wird, glaube ich, das hatte ich ja bis jetzt noch gar nicht. Natürlich geht der Stress schneller nach oben. Aber es können dann wohl, glaube ich, auch Monster auftauchen. Wenn es sehr dunkel wird, dann trauen die sich wieder aus den Löchern raus. Und das möchten wir nicht. Und ich weiß auch nicht, was das für Monster sind. Ob das die ganz normalen sind. Los, schnell hoch, Heiko. Komm, führ die Truppe an, Heiko. Ja, Hunger. Also Stress. The requirements of survival cannot be met on an empty stomach. Ja, habt ihr das gesehen? Da geht gleich mal die Gesundheit runter. Krass. Und auch der Stress hoch. Ja, unser Geheimraum. Schlüssel haben wir noch. Ja. Dann können wir das wagen. Oh ja. Da muss ich zwar was austauschen, aber die Dinger sind 2500 wert. Da wäre ich blöd, wenn ich was nicht austausche. Dann machen wir unsere Schaufeln weg. Unseren Schlüssel weg. Das sind erstmal die billigsten Sachen. Dismas Kopf, den hatte ich schon mal. Plus 20 Stressschaden ist nicht so ganz mein Ding. Bei minus 10 LP, plus 20 Stress, zwar 25 mehr Damage, aber ich weiß nicht, ob das so... Je nachdem, was du für einen hast, kann ja auch einer sein, der hat schon einen Buff, dass er 15% mehr Stärke hat, dann ist es natürlich egal, aber da ist viel wert, glaube ich. Deswegen tausche ich den mal aus gegen unser gewöhnliches Teil und da haben wir schöne Sachen zum Verkaufen. Jawohl, Leute! Geschafft! Oh, oh! 14.000, jawohl! Wir haben auch schön viele Erbstücke gekriegt. Bilder hätte ich gerne noch mehr gehabt, aber man kann ja nicht alles haben. Oh, und August und Mathilda sind jetzt schon Stufe 3. Ja, siehst du, da brauche ich ja wieder Stufe 2, Leute. Sonst kann ich ja wieder keinen mittleren Dungeon machen. Unser guter August ist erleuchtet, will im Dorf nur meditieren, um Stress zu verringern. Und unser Heiko plus 10 maximale LP. Ja, da haben wir es hier. Der hat jetzt plus 10. Da wäre vielleicht zum Kopf, wenn er noch irgendwo Stressschaden negieren kann. Dann könnte man das natürlich machen. Gut, es geht zum Dorf. The beating heart of the gambling hall. Now bloodless and still. Raubüberfall am helllichten Tage. Alle Arbeiten werden vorübergehend eingestellt, aber aufgrund der wenigen Straßen, die aus dem Dorf führen, ist man optimistisch, dass die Diebe bald gefasst werden. Alter, die haben uns einfach mal am helllichten Tag überfallen. Was sind denn das für Schweine? Aber gut, meine Freunde, das war Part 23. Lasst mir bitte ein Like da, das wäre cool. Ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist Darkest Dungeon und ich bin raus.